Willkommen zurück, Leute, zu The Last of Us Left Behind auf der PlayStation 4 hier bei Fluchinger Gaming. So, wir müssen da vorne durch, aber ein kleines Problem, wie ihr seht, wir werden hier, oder der Weg wird hier von 4 Infizierten versperrt. Das heißt, ich muss jetzt langsam vorgehen, möglichst Munition sparen, also nicht rumballern, weil sonst alle angreifen, und versuchen, die irgendwie lautlos zu erledigen. Ich habe jetzt gerade eine Flasche in der Hand. Ich versuche mal, hier rauszuschleichen und den hier mit einer Flasche zu betäuben. Damit ich den lautlos töten kann. Aber ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Wenn ich den angreife. Oh, da hat es einen Molotov-Cocktail. Das ist natürlich eine nützliche Sache. Ich werde jetzt versuchen, den von hinten irgendwie zu attackieren. Mit einem Messer. Möglichst leise. Hat funktioniert, okay. Sehr gut. Den Molotov-Cocktail, den kann ich jetzt natürlich super gut brauchen. Den hebe ich gleich mal auf. Das Medikit auch. Jetzt schaue ich mal schnell, ob ich noch irgendwas anderes machen kann. Nein, noch nicht. Aber in Kürze kann ich was herstellen. Also die anderen muss ich versuchen, alle an eine Stelle zu locken und da dann den Molotov-Cocktail draufzuschmeißen, dass die halt alle verbrennen. Was liegt da? Das brauche ich auch nicht. Also das muss ich jetzt versuchen, irgendwie hinzubekommen, dass die alle sich an einer Stelle aufhalten. Dazu brauche ich aber eine... Ah, schlecht, Mann. Da müsste ich erstmal einen Stein hinschmeißen oder so. Nehmen wir das hier mal mit. Die Flasche mit. Genau, dann hebe ich mal die Flasche auf. Was machen die gerade? Die laufen da vorne rum. Einer kommt hier rein, habe ich das Gefühl. Vielleicht kann ich den noch irgendwie anders kalt machen. Sieht mir nicht danach aus. Also ich muss hier echt vorsichtig sein. Gerade da liegt noch irgendwas, aber das sieht nicht so aus. Da müsste ich aufstehen, um das... Also, jetzt versuche ich mal zu zielen mit der Flasche. Mal an diese Stelle da vorne. Jetzt nehme ich den Molotov-Cocktail und wenn die da hinrennen... Also einen habe ich erwischt. Die anderen müssten auch hinlaufen zum Feuer. Oh, das war ganz schlecht, Leute. Oh, fuck. Jetzt habe ich es wieder versaut. Jetzt muss ich meine ganze Ammo verbrauchen. Fuck, jetzt wollte ich eigentlich nicht. Oh, fuck. Erledigt. Okay, alle erledigt. Aber das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte das eigentlich ein bisschen munitionssparender lösen. Aber okay, hat so auch funktioniert. Ich wollte eigentlich alle an die eine Stelle da hinten locken und dann mit dem Molotov-Cocktail erledigen. Naja, egal. Auf jeden Fall haben die ein paar Sachen fallen lassen. Die hebe ich mal auf. Nehme ich alles mal mit. Kann ich alles brauchen. Okay. Gut, dann schauen wir mal da drüben. Da liegt nämlich auch noch Zeug, aber das hier brauche ich alles nicht. Kann auch wieder das Licht anmachen jetzt. Da liegt eine Flasche, braucht man nicht. Heilung brauche ich auch keine. Energie ist voll. Dann gehen wir mal hier raus. Es waren nur die 4 Stück. Aber nicht ganz clever gelöst. Aber der eine hat ja zum Glück Munition fallen lassen. Hier liegt auch noch Ammo rum. Also kein Problem. Jetzt habe ich 20 Schuss für die Pistole. Perfekt. Gut, dann mal da weiter. Ich nehme besser mal wieder den Stein oder so. Okay. Wenigstens habe ich einen erwischt mit dem Molotov-Cocktail. Die anderen musste ich leider abballern. Ja, ihr habt es gesehen. Okay, dann schaue ich mich hier noch die Schränke an und Regale an. Da liegt bestimmt irgendwas Brauchbares. Zeug zum Basteln. Mal gucken, kann ich schon irgendwas machen? Nein, 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 nein. Aber in Kürze. Also wenn ich noch ein paar Gegenstände finde, dann dürfte ich auch mal selber was bauen können. Finde ich ja nett, dass die uns da einen Molotov-Cocktail zur Verfügung gestellt haben. Der war auf jeden Fall sehr nützlich. Gut, hier gibt es nichts mehr. Nee, da liegt noch was. Da liegt noch was, eine Schere. So, kann ich jetzt irgendwas bauen? Eine Nagelbombe wäre auch nicht so verkehrt. Aber ich habe noch zu wenig Ressourcen übrig. Okay, hier gibt es nichts mehr. Da hinten... Wohl auch nicht, da war ich ja schon. Okay, dann. L3 Hinweis, ja, ich weiß, ich muss da zu dem Rolltor raus. Hebe die Tür an, um die Tierhandlung zu verlassen. Mache ich gleich, wenn ich mir die Ecken hier alle angesehen habe. Okay. Dann mal da lang.
Ja gut, dann gehen wir hier raus aus der Tierhandlung. Petwill nennt sich das ganze Ding. Okay. Strom wäre an, das heißt, wir können jetzt. Durch das Tor da drüben und Richtung Helikopter. Jetzt muss ich nur gucken. Rennen hier Infizierte rum? Jawohl, natürlich. Wo zum Teufel kommen die her? Wo zum Teufel kommen die her? Also, da bin ich jetzt mal vorsichtig. Vielleicht erwische ich die so. Versteck mich mal hier. Warte, bis der eine rüberkommt. Der andere war ja noch ziemlich weit weg. So, dem folgt man jetzt hier so. Vorsichtig, langsam. Und leise, den müsste ich so erwischen. Der rennt da vorne irgendwo unkontrolliert rum. Aber den kriegt man auf jeden Fall lautlos mit dem Messer. Mit einer Messerattacke, genau so. Perfekt. So, jetzt muss ich gucken, wo war der andere? Den schnappe ich mir auch noch. Der läuft da drüben. Aber vorher gehe ich noch hier durch. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Gegenstand, den ich mitnehmen kann, den ich brauchen kann. Hier hinten. Da, Munition ist voll, okay. Was bedeutet denn der Schlüssel? Ist das Messer reparaturbedürftig oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sagt mir jetzt gerade gar nichts, warum der Schlüssel aufleuchtet, aber vielleicht ist das Messer kaputt. Aber das hat sie ja eigentlich immer dabei. Also bei der Hauptkampagne sind Messer Verbrauchsgegenstände. Zum Anfertigen kann ich was drücken. Ja, was soll ich denn fertigen? Achso, ich kann dieses Medikit herstellen. Ah, alles klar. Jetzt habe ich zwei davon. Ah, ja. Alles klar. Kann ich noch irgendwas machen? Nö. Aber der Schlüssel leuchtet immer noch golden. Ich kann sonst. Ah, ich kann eine Nagelbombe bauen. Perfekt. Wusste ich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich das. Wenn der Schlüssel aufleuchtet, kann ich Gegenstände herstellen. Also, so muss ich gar nicht immer gucken, ob ich genügend Zeug im Inventar habe. Ich nehme mal wieder den Stein mit. Hier liegt noch was. Eine Schere, ein Lumpen. Schaue ich mal. Nee, kann ich nichts machen. Okay, die Nagelbombe, die ist auch ziemlich effektiv bei größeren Gegnergruppen, aber da drüben läuft ja nur eine rum. Den holen wir uns so. Also, ich warf am besten den Stein nach dem. Also, ich kann nochmal den Lauschmodus aktivieren. Wir sehen, da läuft nur noch der eine rum. Okay, den Stein mal ausrüsten. Gut. Warten, bis der wieder rüberkommt. Licht aus. Wo geht der hin? Der geht so rum. Oh, oh, das war Glück, Leute. Ich dachte, ich kann den Stein werfen, aber das hat auch nicht funktioniert. Okay, das ging aber so. Das ging auch so. Aus dem Versteck raus, okay. Alles klar. Dann können wir uns den Stein also schenken. Ah, vielleicht habe ich die falsche Taste gedrückt. Naja, ich habe R1 gedrückt anstatt R2. R2 war ja der Schießen oder Werfen. Na egal. Okay, ging ja nochmal gut. Dann hier drüber. Hier gucken. Da hat's was zum Mitnehmen. Da geht's nicht weiter. Da gibt's noch was Brauchbares. Dann hier drüber, wieder Licht an. Das sind nur Wurfgegenstände, brauche ich keine. Ich habe noch den Stein. Da liegt was. Man hört immer noch welche Infizierte, aber die dürften ein bisschen weiter weg sein. So, dann mal vergrößern und das Ding mal lesen. Ah, wieder ein etwas längerer Text. Okay, lese ich euch mal vor. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind Gefreiter Eugene Ellis und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladedock gegangen. Ach so, wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierte des zweiten Stadiums angriff. Also während der Hauptkampagne wird eigentlich ziemlich am Anfang, also wenn man mit Ellie unterwegs ist, so die ersten paar, ja, Minuten nicht, aber gleich, also ziemlich zu Beginn findet man auch so ein Zettel, so Notizzettel, wo dann erklärt wird, die verschiedenen Stadien. Es gibt insgesamt drei Stadien, die die Infizierten erreichen können. Also das erste, das sind, glaube ich, normale Runner, also so Stalker, die rennen einem halt nach. Dann gibt es diese Klicker, nennen die sich. Das sind die, die immer diese Geräusche machen und so unkontrolliert durch die Gegend laufen. Und dann gibt es noch richtig dicke Brocken. Ich glaube, das war dann die dritte Stufe oder das dritte Stadium. Aber ganz sicher weiß ich es nicht mehr. Ich muss das erstmal in der Hauptkampagne wieder so weit spielen.
So, aber genug gelabert, ich wollte eigentlich diesen Zettel hier lesen. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst nachdem Alice gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Alice versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf, mich gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband, ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiter Alice Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über dem Biss amputierte. Ganz schön heftige Aktion. Ich bin zuverlässig, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wiedererlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Naja, werden wir ja dann sehen bei der nächsten Notiz, ob das Ganze auch wirklich funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Okay, wir bekommen einen weiteren Hinweis. Klettere zum Hubschrauber hoch. Mache ich natürlich in Kürze, aber vorher schauen wir noch schnell die Ecken hier an. Da gibt es ja immer irgendwas Brauchbares. Nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Oder wie heißt der Spruch? Wie geht der Spruch? So, jetzt könnte ich bestimmt wieder irgendwas bauen. Ich schau mal. Nee, doch noch nicht. Okay. Auch in Ordnung. Dann gehen wir mal vorne durchs Tor durch. Und versuchen, den Helikopter zu erreichen. Sollte jetzt eigentlich problemlos möglich sein. Sehr gut. Sehr gut. Also, dann schieben wir mal das Tor hier auf. Ich habe den Sound wieder ein bisschen nach oben gedreht. Auf geht's. Okay, Hubschrauber, auf geht's. So müsste man eigentlich die die Sprachausgabe auch ein bisschen besser verstehen. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns dieses Lager kurz noch an. Gibt es da irgendwas zu holen? Ja. Eine weitere Notiz. Eine Aufzeichnung auf einem Aufzeichnungsgerät. Also, hören wir uns natürlich gleich mal an. Vergrößern und abspielen. Okay, ich denke, das war's mit der Aufzeichnung, oder? Gut, schließen wir das Ding mal. Also normalerweise würde dieser Sound jetzt aus dem PlayStation-Controller, aus dem Lautsprecher, der integriert ist, in den PlayStation-Controller rauskommen, also PlayStation 4-Controller. Aber das habe ich deaktiviert, damit es halt in der Aufnahme vorkommt, weil sonst habe ich wieder das Problem, dass man solche Sachen, so Aufzeichnungen auf Abspielgeräten nicht hört in der Aufnahme. Oder ich müsste den Controller ans Mikro heben, auch albern. Deswegen habe ich das deaktiviert und das Ganze wird dann ganz normal in der Aufnahme integriert. Sehr gut. Also, dann mal hier weiter. Habe ich mich jetzt gerade selber gelobt? Naja, egal. Hier weiter und in den Helikopter rein. Okay, dazu muss ich hier hochspringen. Aufpassen, das Glas dürfte brüchig sein. Ganz vorsichtig, macht sie von alleine. Dieses vorsichtige Gehen, dieses Schleichen über dieses Glas drüber. So, und ich versuche jetzt dahin zu kommen. Oh oh, das war knapp. Aber Ziel erreicht, so wie es aussieht. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch versuchen, zurückzukommen zu Joel.
Und wieder gibt's einen Zeitsprung. Zurück zur Vorgeschichte. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Okay. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Na klar. Wir probieren alles aus, was hier jetzt läuft. Okay. Außer die Autos, die werden wahrscheinlich nicht mehr fahren. Die haben gar kein Benzin, denke ich. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal Platz. Okay. Eine Runde Karussell fahren, bitte. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her! Nein, du schaffst das. Los! Oh Mann, das ist irre! So, jetzt setzt wieder Musik ein. Ich hoffe, dass ich das nicht wieder rausschneiden muss. Das wäre natürlich richtig beschissen. Komm schon, komm hier hoch, setz dich neben mich. Okay, warte. Nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Sekunde, Leute. Auch wenn es jetzt natürlich ein Atmosphäre-Killer ist, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Audio, Ausgabe, Moment, falsch, Lautstärken, Musik, mache ich mal so. Und fortsetzen. Ui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Schön, dass Ellie solche flachen Witze gefallen. Bisschen Spaß im Leben braucht man auch in so einer Situation. Du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich mein ja nur. Ich kenn dich doch. Ich mein ja nur. Okay. Ich weiß nicht, ob wir dieses Buch bekommen hätten, hätten wir jetzt nicht diese kleine Karussellfahrt gemacht. Okay, bist du bereit? Bereit. So, dann werden wir mal der Riley einen Witz vorlesen. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Oh, sehr gut. Sehr gut, Riesenwitz. Okay. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig, lustig. Das gefällt mir. Ja, Riesenwitz. Okay, noch einer. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Richtig, richtig gute Witze. Okay. Okay. Ich beende das mal, dieses Witzdrama. Dann schauen wir mal hier drin, ob es da noch irgendwas gibt. Okay, da hat's was. Küchennotiz. Ansehen. Schauen wir gleich mal rein. Donnerstag. Ich bin so ein Arschloch. Vor ein paar Tagen kam ich früh von meiner Patrouille zurück und da sitzt die kleine Ellie neben meinem Zelt und streichelt mein Pferd, während sie sich die Augen aushöhlt. Und was mache ich? Ich haue ab, bevor sie mich bemerkt. Ich meine, was zum Teufel sollte ich ihr sagen? Hey Winston! Hi Ellie! Kannst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich, danke. Wäre eine Möglichkeit, das Ganze so anzugehen. Ja, das wäre toll gelaufen. Sie ist immer so fröhlich mit ihrer endlosen Fragerei, dass man gar nicht auf Gedanken kommt, dass sie tief im Innern so traurig ist. Sie trägt diese Maske wirklich gut. Ich bin so ein Arschloch. Also der war mit sich überhaupt nicht zufrieden, beziehungsweise mit seinem Umgang mit der Ellie. Okay, dann hätten wir das also auch erfahren. Ich würde sagen, wir kommen noch langsam mal zum Ende für diesen Part. Wie machst du das? Was? Pfeifen? So? Ah, okay, so. Ja, so ähnlich. Übung macht den Meister. Ganz genau, Übung macht den Meister. Und was machen wir jetzt? Oh, ich gebe auf. Du schaffst das. Wir rennen hier einfach noch ein bisschen rum, oder wie? Wenn ich mich recht entsinne, gibt's hier auch... Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Ganz genau das wollte ich sagen. Zu dem Fotoautomaten. Das hatte ich nämlich in der PS3-Version verpasst. Das heißt, wir gehen jetzt mal der Riley nach. Die geht zum Fotoautomaten. Da unten. Aber... das werden wir dann erst am Anfang von der nächsten Folge sehen, Leute. Gut, ich bedanke mich wie immer fürs Reingucken.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Left Behind auf der PlayStation 4. Macht's gut. Bis dann. Ciao.